Hallo, meine Freunde. Wundert euch nicht, dass ich einen Sempulli anhab. Aber ich zeige euch jetzt die neuen Düfte für September von meinem Shop. Wenn ihr Bock habt, bleibt einfach dran. So, also wir fangen mit einem Duft an, den mein Mann gegossen hat. Den hat er mir gegossen, weil ich eine Operation hatte. Und das fand ich total süß. Der heißt nämlich Gute Besserung. Und das ist ein wundervoller Duft. Und ich mache den jetzt mal auf, wenn er dann auf will. Oh, Freunde. Erstmal sieht er ja wunderschön aus und er riecht zauberhaft. Also, den gibt es als Duftbrocken, als Essentshot, also in dieser Größe, und als Brittles, also als Bruchstücke. Für alle, die da nicht wissen, was es ist, das sind die Brittles. Und er riecht einfach ein bisschen frisch. Oh, er hat so ein bisschen Feeling vom Urlaub. Ja, also ich kann einfach nur frisch, parfümig, fruchtig ein bisschen. Oh, ist einfach traumhaft. Also Freunde, gute Besserung, eine super Empfehlung von mir für euch. Ist wirklich ein wunderschöner Duft. Dann haben wir Sandys Haus. Wenn ich den jetzt aufkriege. So, da haben wir ihn jetzt aufgekriegt. Und Sandys Haus riecht nach Rose, nach parfümiger Rose, nicht nach Oma-Rose. Gemischt mit Honig und Lavendel. Also, ich gucke mal hier auf meinen Zettel. Ich habe hier nämlich meinen Zettel liegen. Also nicht wundern, wenn ich immer mal rüber gucke. Und den haben wir auch als Scentshot und als Brittle da. Und, also der ist einfach rosig, blumig. Bisschen kräutrig durch den Lavendel. Und der Honig gibt so einen kleinen Stups ins Gemütliche. Also Sandys Haus, ein wundervoller Duft. Ja, denn unser Schlager-Standard-Duft sozusagen, mir fällt hier gerade alles runter, Babypowder und Lavendel. Oh, ja, und das Babypuder mit Lavendel gemischt. Hier steht wirklich, wie immer eigentlich, der Babypuder im Vordergrund und dann kommt die schöne Lavendel so hinterher. Babypuder. Babypowder und Lavendel. Genau. Dann haben wir Nacktjumper. Oh, Freunde. So sieht der einmal aus. Der hat auch Blattgold oben drauf. Ich hole den jetzt mal raus. Oh, und jeder, der Nacktjumper kennt, weiß, dass es so ein bisschen wärmender, ich sag immer so ein orientalischer Duft ist, der einfach wunderschön ist. Erstmal Blattgold wieder reinpacken. Ja, der aber nicht wie das Räucherstäbchen-Flavor ist, sondern viel sanfter, viel schöner im Duft. Genau. Dann haben wir Baby Bean. Das ist auch so ein toller Duft. Schöne Kreation hier. Baby Bean. Ach, ist Babypuder gemischt mit Vanille Bean Noel. Also ein wundervoller Duft. Dieses Pudrige von dem Babypuder dazu, ja, denn die süße und leicht parfümige Vanille vom Vanille Bean Noël, auch eine schöne Kombination. Der Babypowder Düfte mag auf jeden Fall was dabei. Dann haben wir, achso, von dem Baby Bean gibt es Scentshots und Duftbrocken, von den Nacktjumper gibt es auch Scentshots und Duftbrocken. Ja, gesagt werden. Dann haben wir hier Bananensplit. Den gibt es als Brittle und Scentshot und als diese Bags. Boah, Freunde. Wer hat Hunger? Wer hat richtig Bock auf einen Bananensplit? Das sind die Beautiful Bags. Und hier Banane, Schoki, Sahne. Also das ist eine absolute Foodie-Bombe wieder. Und sie ist einfach nur lecker. Mmh, also richtig. Wie die, und diese Kirsche auf der Sahne. So riecht Bananensplit. Also für jeden Bananenliebhaber nur zu empfehlen. Mir läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Dann schauen wir mal weiter, weil ich gehe hier nach meiner Liste. Das ist immer ein bisschen einfacher. Da habe ich, glaube ich, den hier. Cottage Breeze Dupe. Da habe ich die Meerestiere von. Die kennt ihr eigentlich schon. Die gibt es aber in verschiedenen Formen. Könnt ihr euch leider nicht aussuchen. Kommt so, wie es halt kommt. Und davon haben wir auch noch Scentshots.
Und der riecht echt absolut frisch. Aber ich finde nicht dieses beißende Frisch, sondern er hat noch so eine kleine süßliche Unternote. Oh, einfach richtig schön. Also wer Wäschedüfte mag, sollte sich Cotton Breeze Dupe auf jeden Fall nicht entgehen lassen. Dann haben wir, habe ich den als Essential überhaupt mitgebracht? Jetzt sag mir nicht, ich habe ihn vergessen. Ich glaube, ich habe ihn vergessen. Ich habe die wilde Kirsche vergessen. Die ist so schön. Aber die kann ich euch trotzdem sagen, haben wir als Essential und als Duftbrocken da. Und sie ist wunderschön. Echt richtig wunderschön und hat keine Marzipannote drin, für alle, die das interessiert. Deswegen die super, super lecker. Dann haben wir hier Black Opium, wieder eine Nachgießung, wurde wieder gefragt, wie verrückt, haben wir als Scentshot und als Duftbrocken da. Und da muss ich ja nicht viel zu sagen. Ein wunderschöner, parfümiger Duft. Black Opium, ja, also wie das Black Opium Parfüm wohl ist. Ich muss gestehen, ich habe das Parfüm noch nicht gerochen, aber wenn das so riecht, werde ich es mir auf jeden Fall mal besorgen. Dann haben wir, kleine Momento, uno Momento, da. Sandelholz Vanille. Hier kommt definitiv die Vanille raus. Und im Hintergrund dieses parfümige Sandelholz. Jetzt regnet es hier aber. Also ein wohliger, kuscheliger, schöner Duft für alle, die sowas mögen. Dann haben wir, auch neu, ist, hätte ich ja mal sagen sollen, das ist auf jeden Fall ein ganz neuer Duft. Magic in the Air Dupe. Davon gibt es von Bath and Body Works, gibt es davon eine Kerze, die habe ich auch hier. Oh, der ist schön. Der ist frisch, parfümig, umschmeicheln. Ja, so sieht der einmal aus. Also richtig schön und den gibt es als Scentshot und als Duftbrocken. Oh, ein richtig toller Duft für alle Fans von Bath & Body Works. Dann haben wir Bananen-Nussbrot. Also für alle Foodie-Fans hier wieder, ich hole die mal raus, gibt es Tafeln und Scentshots. Und der ist lecker. Die Banane kommt durch, man riecht die Nuss ein wenig. Ach, wie gesagt, Banane-Nussbrot, teigig, bananig. Einfach wieder super lecker, lecker, schmecker. So, dann drehen wir mal weiter. Ach, da haben wir den Big Becher Sprudelbirne. Ich fand den Namen sowas von toll. So sieht der einmal aus. Oh, und der riecht so fantastisch, die Birne. Dann kommt was Sprudeliges. Oh, so ein bisschen. Ist keine, doch ein bisschen süßlich birnig, ja, aber es ist halt noch so irgendwie was Prickelndes mit drin. Also für jeden, oh, ich kann das gar nicht beschreiben, so schön ist der. Also den habe ich mir auch selber gleich in großen Mengen gegossen, für mich zu Hause, weil Sprudelbirne ist echt, oh, ich muss nochmal drin riechen, warte mal. Wunderschön. Wunderschön. Die Sprudelbirne haben wir als Big Becher da, als Duftbrocken und als Scentshot da. Also, einmal noch. Sehr gut. Dann haben wir die glänzenden Minzblätter. Wundert euch nicht, im Shop steht unter Mainzblätter und in meiner Gruppe auch. Warum? Weil mein Handy wahrscheinlich irgendwie wieder was gemacht hat und ich einfach nicht kontrolliert habe. Aber es sind glänzende Minzblätter. Glänzende Minzblätter. Und so sind sie auch. Sie sind frischer als frisch. Aber nicht nur durch die Minze, sondern da ist noch Komponenten. Ich glaube, ein Eukalyptus ist da ein bisschen drin. Ich mache das nach meinem Empfinden jetzt hier. Also es ist einfach nur richtig frisch und toll. Also wer Minze mag, wird den hier lieben. Dann haben wir, wo ist der? Ich gucke hier mal durch. Wo ist denn der jetzt hingekommen? Habe ich den? Nee. Freunde, wo ist der denn? Da ist er. Autumn in the Park Dupe. Mit Blättern. Jetzt ist er hier ein bisschen gekrümelt. Mit Blättern drauf. Ja, und was soll ich zu Autumn in the Park sagen? Viele kennen ihn vielleicht von Yankee Candle. Kann ich aber leider nicht vergleichen, weil ich den noch nicht hatte.
Weil ich bin eigentlich kein Apfelmädchen. Das muss ich dazu sagen. Ich mag eigentlich keinen Apfel. Aber dieser hier hat nur Zartapfel drin. Dann kommt mehr so laubig. Aber nicht modrig oder so, sondern frisch wie am Morgen. Es ist feucht draußen. Dann fängt die Sonne an zu scheinen. Und so wie das dann duftet. Oh, und ihr habt einen frischen Apfelbaum irgendwie dazwischen. Also ganz komplexer Duft. Super lecker. Autumn in the Park Tube. Und den haben wir als Sandshot Duftbrocken und als Eichhörnchen. Dann haben wir, die habe ich auch hier gehabt. Wo habe ich die? Ich habe sie noch eingepackt. Ach, den habe ich hier eingepackt. So. Dann haben wir einen wunderschönen Riegel heiße Schokolade. Also Freunde, wer auf richtig heiße Schokolade mit Sahne steht, der ist hier an der richtigen Stelle. Also es ist richtig dunkle, schöne Schokolade mit einem Klecks Sahne und Milch. So, das ist heiße Schokolade. Ich bin absolut kein Schokoladenmädchen, aber für alle, die das mögen oder mal mögen, ist das auf jeden Fall super. Den haben wir als Riegel und als Sandshot da. Dann haben wir, oh, der ist wieder schön, Apfelpunsch. Und den gibt es als Apfelform dieses Mal. Oh, das. Also jetzt ist für mich absolut der Herbst angebrochen. Ich muss leider sagen, dass der Stängel ist leider abgegangen. Aber der ist trotzdem mit dabei. Oh, und sonst habt ihr hier so einen dicken Apfel. Also der ist wirklich schon handgroß hier. Oh, das ist so ein richtiger Apfelpunsch. Ihr müsst euch vorstellen, ihr habt Apfelkompott gemacht und macht da dann Nelken. Nein, Nelke ist da gar nicht so viel drin. Zimt. Auf jeden Fall ein total gewürzter Apfelpunsch. Mit allem, was dazu gehört. Damit ist der Herbst auf jeden Fall eingeläutet, Freunde. So, hier haben wir Seidenbluse. Oh, was soll ich sagen? Ich habe daran gerochen und musste gleich an so eine Wunde. Nee, kannst du auflassen. Nicht so schlimm. Ja. Und ich habe gleich sofort daran gedacht, an so eine Seidenbluse in Rosé. Deswegen ist die Farbe auch so ein bisschen rosa geworden. Denn sie riecht absolut frisch und hat so einen Hauch Pink Sugar im Hintergrund. Ah, also wirklich so eine richtig frisch gereinigte, kuschelige Seidenbluse. An, guck mal, da kriegt gleich Gänsehaut. An so einen Duft muss ich da denken. Also mega schöner Duft. Greift zu, den haben wir als Brittles und als Beautiful Bags. Oh, also der war richtig schön. Ich mag den. Dann haben wir Herbsttag. Den gibt es nur als Sandshots. Den habe ich nicht anders gegossen. Und der riecht grün. Also falls ihr die Kinder im Hintergrund hört, ne? Also der riecht grün, herbstlich, wie feuchter Rasen, der mit Lauch bedeckt ist. Also auch wieder ein richtig schöner Herbstduft, so richtig zum Einkummeln und Kummeln. Ja, wenn es draußen regnet wie Sau, und dann kann man den gut gebrauchen, den Herbsttag. Dann haben wir, wollen wir mit den. Habe ich den hier nicht mitgenommen? Also das ist immer der Nachteil, wenn man leider im Laden alles hat. Nur ich musste das heute mal zu Hause machen. Ich schaue gerade mal, aber den habe ich, glaube ich, jetzt hier nicht mitgenommen. Genau, den haben wir nämlich jetzt. Genau, oh nein, ich habe den Herzbecher vergessen. Cozy Fennel, ein wunderschön kuscheliger, super herbstlicher Duft. Und den gibt es als Herzbecher. Da sind viele kleine Herzen drin. Den habe ich jetzt leider stehen lassen. Aber ihr könnt gerne in der Facebook-Gruppe gucken. Da sind sie alle nochmal in den Fotoalben. Dann haben wir aber Gewitterluft. Auch ein Highlight. Der geht eigentlich immer. Gehört schon zum Standardprogramm. Der ist nämlich wie, wenn es draußen gewittert hat und es waren 35 Grad und der Regen prasselt auf den Asphalt. So empfinde ich den, so als richtig frische, durchgezogene Luft durch die Bude nach einem richtig heißen Tag. Finde ich. Das war eben mein Kind, Entschuldigung, muss mal kurz unterbrechen. Wie gesagt, super heißer Tag. Und der geht für mich aber auch beim grummeligen Wetter irgendwie draußen und so. Der macht das alles noch ein bisschen frischer, gemütlicher und Gewitterluft. Absolute Empfehlung dafür. Auch eine Nachgießung ist der Yummy Time Type.
Der wurde absolut wieder gewünscht. Wenn ihr denkt, das hat absolut was mit Foodie oder Essen oder so zu tun, absolut nicht. Der ist parfümig, der ist frisch. Oh, den kann man so schwierig beschreiben, weil er so vielseitig ist. Er gibt dann einfach das Gefühl von Frische und oh, yummy. Er ist einfach yummy, lecker, toll. Aber nicht im foodigen Sinn, sondern im frischen Sinn. Yummy Time Type. Haben wir als Back und als Brittle da. Genau, dann haben wir, dann haben wir noch was richtig Schönes. Und zwar, erstmal hier die Tüte zu machen. Und zwar die Honigblüte. Die gab es schon mal, ist ein bisschen her. Da haben wir aber so süße Tierchen. Gibt verschiedene Tierchen, auch wieder zufällige Auswahl. Und das ist halt so eine richtig schöne, parfümige, das hat überhaupt nichts mit Honig so zu tun, sondern es ist ein parfümiger, schmeichelnder, süßlicher Duft. Der ist einfach mega, mega schön. Also, gibt es als Tierchen und als Duftbrocken. Dann haben wir, das ist von der lieben Silke ein Duft. Das hat sich jemand aus unserer Gruppe gewünscht. Die Silke Wuttke. Und zwar ist das Black Smash. Da sind 3 Komponenten verbaut, die sie unbedingt haben wollte. Und zwar Black Opium, beruhigender Kaschmir und Pink Sugar. Und diese Mischung hat es echt in sich. Sie ist mega. Sie ist auch so ausgeglichen. Man riecht den beruhigenden Kaschmir. Dann kommt dieses Parfüm, die Frische von dem Black Opium. Und dann hat man so im Hintergrund auch diesen Pink Sugar. Also ich liebe ihn und finde ihn mega, mega toll. Haben wir als Brittle und als Bex auf jeden Fall auch da. So, jetzt haben wir die Zuckerwatte. Gab es ja vor ein paar Monaten mal. Und jetzt wurde danach mal wieder gefragt. Und deswegen gibt es die Zuckerwatte. Und das ist keine reine zuckrige Zuckerwatte, sondern so ein bisschen mit Frucht dahinter. Und den haben wir als Handshot und als Duftbrocken. Eine frische, süße Zuckerwatte. So kann man den nennen. Zuckerwatte, mega, mega schön. Dann haben wir, Bubblegum durfte auch diesen Monat nicht fehlen. Ich fand Zuckerwatte, Bubblegum geht beides ja immer. Auch mit Streuseln drin. Und der ist natürlich fruchtig, mega intensiv. Also da braucht ihr wirklich nicht viel von dem. Von dem quietschigen, rosaroten Bubblegum, was man so kennt, gibt es als Duftbrocken und Sandshot. Dann haben wir, wurde sich eigentlich nicht gewünscht, aber ich wusste, dass es einige Eva freuen würde, wenn er wiederkommt. Und das ist einmal der Pepper Drink. Ja, Dr. Pepper sagt einem vielleicht das und das ist dieser Duft. Erst macht man ihn auf und denkt, das ist doch nur Marzipan. Aber wenn er denn mehr in der Luft ist, dann riecht man dieses Cola-Gummibärchenartige raus. Also Pepper Drink, auch eine Riesenempfehlung. Dann haben wir ganz schlicht und einfach Babypuder. Der sieht einmal so aus. Ja, Babypuder gibt es als Sandshot und Duftbrocken. Und das ist einfach das pudrige, frische vom Babypuder. Auch super toll. Coconut Milk Lavender, durfte nicht fehlen. Mit richtigem Lavendel habe ich den gemacht. Ja, und der ist halt frisch, lavendelig. Und ja, jetzt soll man so, das ist schon so ein Standard, den Coconut Milk Lavendel. Er ist einfach nur richtig schön einhüllen. Sehr schön. Coconut Milk Lavendel. Dann haben wir Peach Bellini. Da ja so viele ihn haben wollten, er leider ausverkauft jetzt war, habe ich ihn doch nochmal nachgegossen als Sandshot und als Duftbrocken. Und Peach Bellini, frisches, richtig frischer Pfirsich. Frischer Pfirsich. Oh, er ist einfach göttlich. Also wirklich ohne viel Schnickschnack, so ein bisschen cremig dahinter. Richtig schön. Peach Bellini ist wieder für euch da. Dann haben wir, haben sie auch einige nach und nach wieder gewünscht gehabt. Wusste nicht, ob der so richtig wieder in die Jahreszeit passt, aber ich habe ihn trotzdem gemacht und das ist das Blaue Wunder. Also es ist ein blauer Weichspüler, den eigentlich jeder kennen sollte. Und so riecht er auch. Also fürs Bad und für den Flur, dann denkt ihr jedes Mal, es ist frisch gewaschene Wäsche überall. Kann ich ihn euch auch nur empfehlen. Das Blaue Wunder. So, dann zu guter, nee, nein, das ist noch das letzte Einzelne, was ich euch zeige.
Oh, und dann haben wir noch eine Box. Ich habe den Apfelmarkt. Und zwar gibt es da, ich weiß gar nicht jetzt, wie ich ihn genau, Schmelzbrocken. Genau, einmal ein Schmelzbrocken hier mit einem Apfel und Blättern drin, in bunt. Oh, und der riecht absolut nach Apfel. Also das ist wirklich ein Apfelduft. Aber es ist kein richtig heftig grüner Apfel, sondern so grün und rot gemischt. Und da ist auch ein Apfel drauf. Und wie gesagt, alle, die Apfel mögen, das ist absolut, holt euch den. Den gibt es als Schmelzbrocken und als Scentshot. Ist wunderschön. So, jetzt kommen wir zur Mixbox. Zur neuen Mixbox. Und ja, die sieht dann einmal so aus. Ihr habt hier die 5 Beschreibungen der einzelnen Düfte. Und die 5 Düfte in verschiedenen Förmchen habt ihr dann auch hier drin. Und ja, ich fange einfach mal an. Ich nehme mir einfach mal den Kashmir Fresh. Und das Beste ist an dieser Box, alles was hier drin ist, gibt es als Scentshot extra zu kaufen. Falls ihr nicht eine ganze Box wollt, weil euch nur ein Duft zusagt, könnt ihr den auch im Shop als Scentshot nachkaufen. Genau. Oh, Kashmir Fresh. Ich kann euch ja hierzu die Beschreibung vorlesen, ne? Kuschelig, trifft frisch und holzig. Eine einzigartige Mischung Zitronenschalen, Geißblatt, Veilchenblüten, Basilikum und Thymian. Angereichert durch grüne Blätter, getragen von einem Herz aus Kiefernadeln. Rose und Lilie, weiße Grapefruit, weiche Bergamotte, Kaschmirschia, warme Zähne und bernsteinfarbener Moschus. Also der ist absolut grün und hat dann diesen Kuschelmoment im Hintergrund. Also ein wunderschöner Duft, der kommt als kleines Herzchen zu euch. Dann haben wir süßer Backteig. Das ist so ein großes viereckiges Stück. Alter Verwalter. Oh, ich kann gar nicht reden. So, ein leckerer Teig, woraus die wundervollsten Kekse gemacht werden sollen. Cremige Vanille kombiniert mit Puderzucker und teigiger Note. Also das ist so ein leckerer Duft. Also wenn ihr das macht, kommen die Nachbarn von alleine zu euch und wollen ein Stück Kuchen abhaben. Das kann ich euch schon verraten. Dann haben wir Bubble Bump. Bubble Bump ist Beeren mit Zitrusfrüchten, Zuckersüßer Süße. Mein Gott, das war jetzt ein Satz, ne? Ein Hauch Vanille dazu, rosa, pinkes Kaugummi. Der ist so intensiv, der scheppert euch so weg. Die Beeren, dann die Zitrone da drin. Also das ist wieder ein Favorit, den ich auch wahrscheinlich so in meinen Shop immer wieder mal nehmen werde. Also, wer sowas mag, ja. Dann haben wir Strahlend sauber. Dieser saubere Duft hat einen leichten Hauch von Apfel und Jasmin. Oh, und der ist auch so schön frisch, clean. Oh. Also wirklich ein traumhafter sauberer Duft. Als ob ihr gerade euren Fußboden gewischt hättet und die Gardinen dazu gewaschen. So riecht dieser. Dann haben wir Green Rain. Den habe ich extra so genannt. Ein schöner Regentag, der an wundervollen Duft von Lavendelsauberkeit. Da lässt Kräuter, Zitrone, rundet das Ganze ab. Ja. Und er macht's. Also für alle kräuterigen Leute, die Kräuter mögen und sonst irgendwas und Sauberkeit, für den ist dieser Duft Green Rain auf jeden Fall etwas. Ja, Freunde, also das ist einmal mein Restock diesen Monat. Trotz Komplikationen und Operationen habe ich es doch ganz gut geschafft, denke ich. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr in meiner Gruppe vorbeischaut bei Duftlovers, Instagram. Und da dürft ihr auch mal Wünsche äußern, welche Duftrichtung ihr gerne mal ausprobieren würdet oder gerne hättet. Meistens gieße ich auch sowas dann mal. Und ja, morgen, wenn ihr das heute seht, morgen am 28.08.21 um 19 Uhr ist der Shop aufgefüllt und ihr könnt shoppen, was das Zeug hält. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich freue mich auf jeden Fall. Und ich würde sagen, wir hören uns dann.